Erstmal möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen, dass Sie heute zu uns gekommen sind, zu unserem großen Thema Klima und Gesundheit. Und heute geht es um die Frage psychische Erkrankung. Hat es eigentlich was mit dem Klima, mit der Veränderung der Umwelt und Lebensbedingungen, die sich ja mehr und mehr abzeichnen? Hat das was damit zu tun? Wenn ja, was passiert da eigentlich? Und was bedeutet das nicht nur für uns als Gesundheitswesen, sondern für jede einzelne Bürgerin, jeden einzelnen Bürger? Was heißt das dann eigentlich? Was können wir selbst tun? Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir einen renommierten Kollegen hier aus der MHH für den Vortrag heute gewinnen konnten. Herr Professor Krüger, Sie werden noch ein paar Worte zu Ihrem Hintergrund sagen. Das ist meistens etwas authentischer als abgelesene Punkte, was er alles schon gemacht hat. Wir werden das so machen, wie Sie das kennen aus der Patientenuniversität. Wir haben erstmal den Vortrag, danach die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dieses etwas große Mikro diesmal wird herumgetragen, sodass Sie sehr gerne Ihre Fragen dann hier stellen können. Und eigentlich ist es schön, dass wir nicht so ein Riesenauditorium haben, weil dann traut man sich manchmal doch eher auch was zu sagen. Und die Damen und Herren, die zugeschaltet sind, auch Sie begrüße ich sehr herzlich. Und Sie können gerne Ihre Fragen, Hinweise, Anmerkungen in den Chat schreiben und so mit uns in einen Dialog eintreten. So viel zur Vorbereitung auf das, was uns in der nächsten guten Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie das mit den Fragen geht, erwartet. Und jetzt übergebe ich mit herzlichem Dank schon mal, dass Sie heute bei uns sind, das Mikrofon an Herrn Krüger. Ja, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Es freut mich, bei Ihnen zu sein. Sie hören es schon so ein klein wenig. Ich habe noch eine abklingende Erkältung. Abstand haben wir ja zum Glück ganz gut. Aber seien Sie mir nicht böse, wenn es so ein bisschen nasal klingt oder ich zwischendurch mal so ein bisschen räuspern oder husten muss. Ja, ich bin leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hier an der MHH. Leite auch noch die Abteilung für klinische Psychologie und Sexualmedizin, wo wir auch eine ganze Reihe von Studien machen und auch viele Präventionsprojekte haben, auch im Bereich sexualisierter Gewalt. Viele Psychologen, Psychologinnen dort arbeiten, aber ich bin auch in der Klinik vertraut, eigentlich so ganz gut mit dem Tagesgeschäft. Und man muss sagen, wir haben uns in den letzten Jahren auch, und da werde ich gleich auch kurz drauf eingehen, auch viel mit Krisen natürlich beschäftigt. Man spricht ja mittlerweile eigentlich schon von der Polykrise, weil wir so viele Baustellen haben mittlerweile. Also Corona war das eine, ich werde gleich noch mal kurz drauf eingehen. Klima ist die nächste große Krise, kriegerische Auseinandersetzungen, Rezession, Inflation, also viele Punkte, die uns beschäftigen. Und wir Psychiater, Psychiaterinnen, uns interessiert natürlich immer ganz besonders, wie es den Menschen geht in dieser Zeit. Und das haben wir auch gemessen und einzelne Ergebnisse werde ich Ihnen dazu auch gerne hier und da mal zeigen. Ich fange aber mit ein, zwei Slides erstmal zum Klima an und Sie sehen hier schöne bunte Bilder, die sogenannten Show Your Stripes. Damit können Sie ein bisschen bei Ihren Freunden, Freundinnen angeben. Da können Sie nämlich Ihren Wohnort angeben. Ich habe das jetzt hier mal für Niedersachsen gemacht. Was heißt angeben? Negativ angeben. Und Sie können zeigen, wie sich das Klima verändert hat so im Laufe der letzten mehr als 100 Jahre. Als Referenz ist hier mal so 1970 bis 2000 genommen worden und blau heißt, da war es kälter als in diesem Mittelwert 1970 bis 2000 und rot heißt, da war es wärmer. Und das ist natürlich nicht schwer zu erkennen, dass insbesondere so die letzten ein bis zwei Dekaden noch mal ganz schön rot geworden sind, um das noch mal kurz zu untermauern, womit wir uns zu beschäftigen haben. Und da gibt es international den sogenannten IPCC, das ist so eine Intergovernmental Panel zur Studie von klimatischen Veränderungen, die sich regelmäßig treffen und umfangreiche Berichte rausbringen, mit denen ich jetzt gar nicht Details bringen möchte, aber hier auch nur noch mal zeigen will, was in den letzten Jahren passiert ist. Und also observed heißt, das ist eine tatsächliche Temperaturerhöhung, hier nicht nur 0,5, sondern mehr als 1,0 Grad in den letzten Jahren. Und dies hier zurück bis zum Jahr 0 gewissermaßen ist reconstructed, das hat man also berechnet bzw. anhand wissenschaftlicher Daten ermitteln können. Und diese, was wir jetzt also sehen, diese Erhöhung, die ist schon einigermaßen einmalig in den letzten 2000
Jahren, aber sie ist wahrscheinlich auch relativ einmalig, wenn man das so mal extrapoliert, hochrechnet, wenn man so die letzten 100.000 Jahre zurückblickt. Also das ist schon ein besonderes Ereignis, mit dem man da zu tun hat. Und die Folgen können wir sicherlich so noch gar nicht im Detail komplett abschätzen, aber können immens sein. Das so ein bisschen als Vorspann, und in den nächsten Minuten würde ich mit Ihnen gerne so einen Dreisprung schaffen. Erstens ein kurzer Blick auch vielleicht zurück und überhaupt zur Frage, was machen denn Krisen mit uns? Was sind da so typische Reflexe, die wir dann sehen? Was haben wir vielleicht auch bei Corona gesehen? Dann zweitens natürlich Klimawandel und psychische Gesundheit. Ein paar Daten, was wissen wir dazu bislang? Die sogenannte Klimapsychiatrie, wo ich schon dachte, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Begriff? Völlig bekloppt, die Psychiater haben schon wieder Langeweile, jetzt haben sie Klimapsychiatrie entwickelt. Das gab es früher fast auch schon mal, so Klimaforschung, auch bei uns an der MHH. Was meinte man damit? Das waren eigentlich mehr sozialpsychiatrische Konzepte. Man wollte gucken, ja, wie ist denn das Klima auf Station, sowohl im Interpersonellen als auch überhaupt? Wie ist denn so die Gestaltung der ganzen Station? Und in welcher Umgebung werden die Menschen oder sollen sie eigentlich gesund werden? Also das war Klimapsychiatrie früher, und jetzt ist es gewissermaßen das tatsächliche Klima da draußen, was sich verändert, was man damit meint. Ja, und als letztes, ganz wichtig, und es gibt auch ein, zwei Stände rum, das finde ich ganz toll, oder vielleicht auch noch mal jemand, der nach mir kurz sprechen möchte, was können wir tun? Deswegen kommen Sie ja vielleicht auch ein Stück weit, Sie wollen ja auch ein klein wenig was mitnehmen. Ja, was bewirken Krisen? Was glauben Sie? Krisen machen vor allem Angst. Und Angst sorgt dafür, dass wir sonderbare Dinge tun. Das kann ich mich noch ganz genau erinnern, wie ich bei Edeka in der Bödecker Straße war und die Kassiererin fragte, wissen Sie eigentlich, warum Toilettenpapier gegen Corona hilft? Wusste sie natürlich auch nicht. Wir können gewissermaßen an diesen sonderbaren Absatzzahlen, Desinfektionsmittel ist ja noch ein Stück nachvollziehbar, Toilettenpapier, da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken, da denkt dann wahrscheinlich jemand, oh, es könnte sein, dass ich jetzt die nächsten 6 Monate zu Hause bleiben muss, und damit ich dann gut versorgt bin, kaufe ich davon ganz viel. Aber letztlich sind es auch ein Stück weit, könnte man sagen, Übersprungshandlungen, oder man könnte sagen, Vermeidungs- oder Sicherheitsverhaltensweisen, wie man es in der Psychotherapie sagen würde. Sprich, ich mache etwas, um mir mehr Sicherheit zu geben. Und das machen wir natürlich aus Angst, und sonderlich sinnvoll ist es aber nicht. Und irgendwann waren die Lager auch voll. Auch bei uns zu Hause habe ich gesehen, das Lager war zu voll irgendwann. Und dann sackt natürlich der Absatz wieder ein. Ja, was sehen wir noch? Es gibt die sogenannte Katastrophenmedizin, auch im Bereich, nicht nur unfallchirurgisch, sondern auch im Bereich der Psychiatrie. Und da weiß man natürlich mittlerweile ganz gut, was in der Gesellschaft, was beim Individuum als Folge von Krisen oder auch von Katastrophen passieren kann. Und immer wieder taucht dieses Wort, Sie sehen ganz links in grün, auf die Resilienz, das, was wir uns alle wünschen. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen bei der Rubrik, was können wir tun. Resilienz wünschen wir uns natürlich alle, dass wir ganz viel Resilienz haben, ganz viel Widerstandskraft, psychisch, aber vielleicht auch somatisch, um diesen Herausforderungen standhalten zu können. Viele reagieren aber mit Distress, und das ist genau das, was wir zum Beispiel bei Corona und im Lockdown auch gesehen haben. Schlafstörung zum Beispiel, Isolation, Reizbarkeit, somatische Symptome, das wäre das eine. Oder Risikoverhaltensweisen, ja, auch das wurde gesehen, dass zum Teil mehr Alkohol oder Nikotin konsumiert wurde. Medikamente, auch interpersonelle Gewalt, ganz schwieriges Thema. Selbst das haben wir gesehen in unseren Untersuchungen und auch UN-Untersuchungen, dass im Lockdown leider zu Hause in der Enge interpersonelle und auch sexualisierte Gewalt zugenommen hat. Also auch so ein trauriger Befund, Einschränkung von Aktivitäten, Reisefreiheit. Naja, das hat ja auch durchaus mal Vorteile, werde ich gleich drauf eingehen, nochmal kurz drauf eingehen. Und im schlechtesten Fall in Rot als Folge von Katastrophenkrisen konkrete psychische Erkrankung, Depression, Angst oder auch posttraumatische Belastungsstörung. Eins der schwersten Krankheitsbilder, die wir so kennen, sicherlich neben auch Schizophrenie. Das ist relativ häufig, werden wir gleich sehen, oder die komplexe Trauerstörung. Man wusste schon aus früheren, jetzt erstmal das, was passiert in der Gesellschaft. Sozusagen hier auch wieder so eine Art Stimmungsbarometer oder Temperaturkurve.
Und auch das haben wir hier in Deutschland erlebt durchaus. Also da ist irgendwo so ein Impact im Februar 2000 und irgendwas passiert. Und wir haben hier zumindest, sage ich das mal so, für die MH durchaus so eine Art, ich möchte nicht sagen Honeymoon, aber heroische Phase gesehen, wo alle nochmal zusammengekommen sind und gesagt haben, das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Das ist jetzt hier wirklich nochmal eine ganz neue Herausforderung. Also das meine ich zumindest hier und da so gesehen zu haben. Also wo wirklich nochmal die Kräfte gebündelt werden. Community Cohesion, also diese Kohäsion, das wäre jetzt positiv, aber irgendwann natürlich auch eine Desillusionierung und man sieht den ganzen Schaden und sieht die Stimmung auch so emotional lows, also die ist schlecht in der Gesellschaft und spätestens 2021 haben wir es dann gesehen, dann kam auch irgendwann so, hat manche auch keine Puste mehr, wurden verärgert, gingen auf die Straße und fanden diese Maßnahmen auch nicht mehr nachvollziehbar. Ja, so kann das dann aussehen, dann auch mit jährlichen Erinnerungen und so weiter. Das ist so in dieser sogenannten Katastrophenmedizin so ganz schön beschrieben. Und hier nochmal so die Daten von früher, 2002, 2012, SARS und MERS. Da hat man schon gesehen, dass die, die selbst betroffen waren, recht häufig in der Folge dann auch psychiatrisch krank waren. Also jemand, der schwer betroffen war, vielleicht auch auf Intensivstationen war, beatmet war, da sieht man dann bei ein Drittel der Patienten tatsächlich durch diese invasiven Maßnahmen eine posttraumatische Belastungsstörung. Also richtig mit Flashbacks, mit Wiedererleben, mit Albträumen, mit so einem Hyperarousal die ganze Zeit, dass man so angespannt ist und auch Vermeidungsverhalten. Auch jetzt sehen wir, auch an den aktuellen Pandemien haben wir gesehen, dass ein Drittel also psychiatrische oder neurologische Folgeerkrankungen entwickelt haben, hier zum Teil an großen Datensätzen. Ja, und was passiert in der Bevölkerung? Nochmal ganz kurz, ein, zwei Slides. Natürlich steigt Angst und Depression und Stress an, weil es neu war. Das haben wir hier auch gemessen in unserer MAH-Studie, hier in der ersten Welle, 3500 Personen, die mitgemacht haben. Frauen und Männer, das sind ja hier immer so WHO-Instrumente, PHQ-4, ganz einfach, aber auch leicht erhältlich, gut durchführbar. Und wir sehen im Vergleich zur Normstichprobe erhöhte Werte, so war es auch im Bereich von Stress zu sehen, wobei der war noch moderat und ich sage immer, naja, hier in Deutschland, da haben wir ja auch noch einigermaßen sensationelle Verhältnisse, sowohl was das Gesundheitssystem auch durchaus politische Verhältnisse anbelangt. Da war in anderen Landstrichen der Welt das Stressniveau nochmal ein ganz anderes. Weiteres WHO-Instrument, WHO-5, Lebensqualität, Wohlbefinden, auch ganz wichtig, aber auch ganz einfach einsetzbar. Hier mal gesunde Kontrollen, die haben maximal kann man 100 Punkte erreichen, haben so einen Wert von 75. Hier mal Depressive, da ist der Wert auf etwa 40 runter. Das ist ja schon ein sehr schweres Krankheitsbild, die sogenannte majore Depression, also die mittel- bis schwergradige Depression. Und die Frauen und Männer, die bei uns mitgemacht hatten, hatten hier so etwa Werte um 50. Also da sieht man, das war durchaus signifikant die Beeinträchtigung und die Einschränkung der Lebensqualität. Und das möchte ich Ihnen zeigen, jetzt auch als Vorbereitung auf das Klima. Wir konnten 50% der Varianz, sagt man, der Daten erklären, über oder waren auf das sogenannte Kohärenzgefühl zurückzuführen. Wer weiß, was das ist, das Kohärenzgefühl? Gar nicht so viele, ne? Deswegen habe ich zum Schluss auch noch mal eine Folie eingefügt, also das Gefühl, ich verstehe das Ganze. Ich kann es aber auch bewältigen und das Ganze gibt für mich einen großen Sinn. Das ist also eine ganz wichtige Komponente des Kohärenzgefühls, um mit Herausforderungen klarzukommen. Und wir haben natürlich auch nach Risikofaktoren geguckt. Es war ein Stück weit weibliches Geschlecht, die generell eine höhere Risiko haben für affektive Erkrankungen wie Angst und Depression. Und es war ein niedriges Einkommen. Also Risikofaktoren, jetzt niedriges Einkommen insbesondere, die wir gut kennen. Ja, wir haben aber auch ressourcenorientiert geguckt, was hilft Ihnen in dieser Krise, in dieser Phase. In der Mitte in Orange und in großen Buchstaben mal das, was häufig genannt wurde. Da war das so etwas wie Freunde, Familie, Partner, Ablenkung, Kinder könnte man hier noch rot machen. Und was sind das für Faktoren? Vor allem die interpersonellen. Ne? Also eine ganz wichtige Botschaft, das war jetzt nicht nur der Fernseher zum Glück, sondern es waren vor allem die interpersonellen Komponenten und das ist ja das, was die Psychologie und die Psychiatrie auch beschäftigt, dass wir da möglichst gesunde Strukturen haben, auf die wir zurückgreifen können in Krisenzeiten, eben ganz wichtig. Ja, das so ein bisschen als Vorbereitung, vielleicht auch als das, was wir so aus dieser ja gerade vergangenen Krise vielleicht auch ein Stück weit lernen können. Wir haben auch viele andere Fragen gestellt.
Also welche Chancen hat die Pandemie? Da tauchten auch die tollsten Sachen auf, was weiß ich, Klimawandel und Entschleunigung und all solche tollen Sachen. Ich sage das jetzt deswegen so ein bisschen lapidar, weil ich das ungute Gefühl habe, dass davon nicht so ganz viel geblieben ist. Wenn ich mal auf den Flughafen Hannover gucke, auf die Drängereien, die da so beschrieben werden, ich glaube, wir sind da doch überwiegend in unsere alten Verhaltensmuster zurückgekehrt, gerade in unseren Breitengraden, wo wir doch auf den gewohnten Luxus ungerne verzichten. Sprich, da waren auch viele Dinge dabei, die so dann nicht nachhaltig waren. Es kam jetzt gerade vorgestern noch eine Studie raus, letztes Jahr kam eine Studie raus, die auch nochmal sehr schön gezeigt hat, dass Menschen auch ein Drittel der Menschen ein Stück nostalgisch sogar waren, jetzt bezüglich der Corona-Pandemie, beziehungsweise sagen, die Entschleunigung hat mir sogar ein bisschen geholfen, weil ich hatte weniger Termine. Mir tat das gut und ich kann es bestätigen persönlich, weniger Kongresstermine. Also viele oder manche, ein Drittel etwa in diesen Untersuchungen, konnten mit dieser Stille ein Stück weit, die mehr da war, mit diesen weniger Terminen auch profitieren. Es fand auch ein bisschen, fühlten sich auch entlastet, was den sozialen Vergleich anbelangt. Da flog nicht einer dauernd nach Hawaii und sonst wo, Südafrika, Australien, hast du nicht gesehen, tollste Urlaube viermal im Jahr, sondern alle waren mal gleich, alle waren zu Hause und alle haben so ein bisschen das Gleiche gemacht. Also das sind auch ganz interessante Aspekte, auch was das Soziale anbelangt. Ja. Zweiter Punkt, Klimawandel und psychische Gesundheit. Ganz wichtig, also die sogenannte Klimapsychiatrie, eigentlich eine ganz neue Begrifflichkeit. Und es gibt von unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, der DGPPN in Berlin, gibt es dort auch ein Positionspapier. Also wenn Sie sich damit ein bisschen tiefer gehen beschäftigen wollen, wobei so lang ist es gar nicht, das ist erstmal so ein erster Start, kann man sagen, dazu auch mal eine Position zu ergreifen und auch mal die Daten zusammenzutragen, dann kann ich das sehr empfehlen, frei runterzuladen. Und auch das Bild macht ja so ein bisschen deutlich, das Gehirn, die Psyche im Mittelpunkt, aber ganz viele Faktoren, die Umwelt und so rechtliche Dimensionen, unsere Arbeitswelt, die hier auf uns einströmen und uns ein Stück weit beeinflussen und uns auch herausfordern. Und wie so häufig, nur dass Sie es mal gehört haben, nicht, dass ich meine jetzt, man müsste jetzt diese Begrifflichkeiten unbedingt können, aber sie tauchen hier und da auf, deswegen dachte ich, kann man sie auch vielleicht schon mal nennen, die neu sind im Kontext des Klimawandels, der sogenannte Eco-Distress, das sollen die negativen Emotionen sein in Bezug auf Klimawandel und Biodiversität. Climate Anxiety, das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, das spüre ich auch, nämlich die Angst oder die belastende Zukunftserwartung, selbst direkt vom Klimawandel betroffen zu sein. Und auch das Letzte, ja, die sogenannte Solastalgie, auch die spüre ich, ja, wird, glaube ich, bei mir kommen, Trauer aufgrund des Verlustes von Lebensorten, Aktivitäten oder Traditionen als Folge des Klimawandels. Also wenn wir die Prognosen uns angucken, und da gibt es sehr gute Prognosen, rechnerische Prognosen, dann wird beispielsweise von den Nordseeinseln demnächst in nicht allzu ferner Zukunft gar nicht mehr so viel übrig bleiben. Und ich mag die Nordseeinseln, da würde ich sagen, ja, das finde ich traurig, das finde ich bedauernswert, aber da wird es noch ganz schlimmere, viel schlimmere Dinge geben wahrscheinlich, als die Nordseeinseln, die plötzlich weg sein werden. Also das sind durchaus Phänomene, ich glaube, die werden noch viel stärker spürbar sein, wenn Sie mich fragen. Ja, und das ist eine chaotische Abbildung, die ich trotzdem mitgebracht habe aus dem Deutschen Ärzteblatt, weil es so ein paar Sachen vielleicht doch nochmal deutlich macht. Die hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können und auch diese ganzen Pfeile sind jetzt nicht unbedingt so zielführend. Aber wir haben hier oben mal den Klimawandel und wir lernen jetzt schon mal, wir müssen uns fragen, was sind eigentlich direkte Folgen des Klimawandels und was sind vielleicht indirekte Folgen. Das hilft uns jetzt schon mal. Darauf werde ich kurz eingehen und direkte Folgen wären zum Beispiel ein hoher oder niedriger Niederschlag, Sturm, Hitze, vielleicht auch Dürre, Starkregen, ne? Das beeinflusst in irgendeiner Form den Lebensraum. Und indirekte Folgen wären Migration, Vegetationszonen und Verbreitungsareale, Erleben des Klimawandels, der Habitat der Wildtiere könnte sich verändern, die Ernten, eine UV-Belastung könnte höher sein, eine Pollenbelastung könnte sich ändern. Das heißt also, unser Lebensraum wird durch die direkten und indirekten Folgen
maßgeblich jetzt erstmal verändert. Und ich kann es auch vielleicht sogar mal hier zeigen zwischendurch mit der Maus. Die sehen Sie, glaube ich, auch. Und dann ist die nächste Frage, was passiert mit dem Organsystem, der Erkrankung und den Lebensbedingungen? Und dann sehen Sie, wir müssen hier, Psyche ist das eine, aber alle anderen Disziplinen, die wir hier ja vertreten haben an der MRH, sind mindestens genauso wichtig, wie zum Beispiel pneumologische Fragen, Atemwege, Haut, Dermatologie, Allergien, dann die Psyche oder bestimmte Infektionen, die häufiger werden oder irgendwelche Traumata, die möglicherweise hier durch Naturkatastrophen ausgelöst werden und dann eben den Bereich auch der Ernährung, Armut, medizinische Versorgung, soziale Konflikte verändern können. Und die Indikatoren, an denen wir das ablesen können, könnten erhöhte ambulante Arztkontakte sein, mehr AU-Tage, Krankentransporte, stationäre Aufnahmen, Todesfälle. Damit werden wir uns gleich auch im Detail beschäftigen. Hier nochmal zusammengefasst zum Thema Klimawandel und Gesundheit allgemein, also direkte Folgen, Hitze, Niederschlag, Extremwetter, Naturkatastrophen, Luftverschmutzung und indirekt wäre Nahrungsmittelunsicherheit, Migration und Klimaungerechtigkeit. Und ich muss sagen, egal wo ich hingucke, mich beschäftigt durchaus alles, vor allem das Thema Migration, auch die Migrationspsychiatrie in Anführungsstrichen war hier mal durch Herrn Machleit ganz groß vertreten als Lehrstuhl, der sich eben mit den Folgen von Migration beschäftigt hat, mit dem psychologischen und psychiatrischen ganz wichtig. Und wir erleben das jetzt ja täglich, was vor den Toren der EU passiert. Wir setzen da zum Teil ja auch Grenzen und sagen, jetzt reicht's aber, jetzt ist aber mal gut, jetzt ist aber mal Stopp. Sprich, wir sind an diesem Punkt eigentlich schon, dass aus unterschiedlichen Gründen, bislang natürlich nicht nur Klima, aber das wird definitiv mehr kommen, Menschen vor den Toren der EU stehen und gerne hier leben wollen, weil wir es hier, wie wir es gleich sehen werden, ziemlich oder verhältnismäßig gut haben. Ja, mal nur zwei Beispiele der direkten Folgen. Naturkatastrophen zum Beispiel, das wäre eine akute Exposition. Eine Naturkatastrophe ist ja per Definition jetzt nicht 5 Jahre lang, sondern das ist jetzt was Akutes und wir sehen natürlich eine erhöhte Prävalenz affektiver Störungen, das ist insbesondere sind das Depressionen beispielsweise nach Busch- und Waldbränden und nach Dürre. Und wir haben aber auch ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel die Hurricane Katrina-Katastrophe in New Orleans 2005, wo man gesehen hat, in dem Monat danach hatte immerhin die Hälfte der Bewohner konkrete affektive Probleme, also Depressionen und Ängste waren beispielsweise dabei. Was man auch sieht, selbst ein Jahr nach der Überschwemmung leidet noch etwa 25% der Betroffenen an Angst und 20% unter Depression, also weiterhin häufig. Und das Thema hatten wir eben schon, Alkohol, Substanzgebrauch, interpersonelle Gewalt, auch immer dabei und auch immer eine Folge von solchen Belastungen oder Katastrophen. Ja, was sind Prädiktoren für psychische Folgeerkrankungen? Es tauchen eigentlich immer wieder die gleichen auf die wir so achten müssen. Die sozioökonomische Vulnerabilität, also Menschen mit relativ wenig Reserve hinten, mit relativ wenig Geld, mit einfachen sozialen Verhältnissen, Wohnverhältnissen. Zweitens längerfristige notwendige Umsiedlung, anhaltender materieller Schaden und versicherungsbedingte Problematik. Gerade so die letzten drei Punkte, die werden möglicherweise im Ahrtal auch häufig eine Rolle gespielt haben, auch bei uns, das wissen Sie selbst, wenn Sie mal mit Versicherung zu tun haben. Das kann sehr quälend sein, wenn man dort, und wir haben diese Patienten ja bei uns auch mit Folgeerkrankungen nach Unfall, wenn man dort über 5 oder mehr Jahre mit der Versicherung beschäftigt ist und dort seine Entschädigung erkämpfen möchte. Zweites Beispiel, Hitze. Chronische Exposition, Hitze, klar, es gibt mal einen Tag, der ist sehr heiß, der kann schon sehr belastend sein, aber hier bezieht man sich eher mal auf so ein ganzes Jahr, was übermäßig heiß ist oder war. Und was man da sieht, dass pro 1 Grad Celsius Anstieg die psychische Morbidität auch um fast 1% ansteigt. Ne? Also eine affektive Erkrankung wieder gemeint, aber auch die organisch-psychischen Störungen und insbesondere die Schizophrenie und die Angsterkrankungen. Also das ist ein Befund, der durchaus zu sehen ist. Was wir auch sehen, und damit haben wir insbesondere auf den Akut- und den Aufnahmestationen ganz viel zu tun, aber auch die Somatik zum Teil, auf den Aufnahmestationen ist ein erhöhtes Level an Aggressivität. Ja, die Hitze macht vielen zu schaffen,
Abkühlung ist in den Krankenhäusern oftmals unzureichend. Wir haben ganz viele Stationen, da ist es einfach heiß, weil es da auch keine jetzt Klimaanlage gibt. Schlafqualität ist dann reduziert und körperliche Bewegung, insbesondere bei uns kann das auch sein, kann eben auch mal eingeschränkt sein. Was wir auch sehen, und da wird es dann schon recht ernst, ist auch eine Assoziation zwischen höheren Temperaturen und der Häufigkeit von Suiziden. Relatives Risiko 1,04 ist natürlich fast nichts, aber so bei fast 1,4, das ist schon was. Und es gibt auch zwei Beispiele aus den USA und Mexiko. Pro 1 Grad Celsius Temperaturanstieg, Anstieg der Suizidraten hier in einer Studie in den USA um 0,7, in Mexiko immerhin 2,1%, also durchaus Daten, wo man nicht sagen kann, da ist nichts, ne? Sondern man muss es schon wahrnehmen. Was wir auch sehen, ist, psychische Erkrankungen verdreifachen wiederum auch das Mortalitätsrisiko, also zu versterben generell bei Hitzewellen, um Odds Ratio 3,6, also mal 3,6 könnte man sagen. Sprich, und sie sind damit der wichtigste Risikofaktor für hitzebedingte Todesfälle, sprich, wir haben da eine bidirektionale Beziehung. Wenn jemand psychisch krank ist und vielleicht auch noch körperlich Probleme entwickelt, dann ist diese psychische Erkrankung einfach nochmal so ein treibender Faktor, dass jemand eine erhöhte Mortalität hat. Also Psyche und Körper, wie immer, sind hier in einer regen, wechselseitigen, bidirektionalen Beziehung, kann man sagen. Das waren mal zwei Beispiele für direkte Folgen. Gucken wir uns mal zwei, drei Beispiele auch nochmal zu den indirekten Folgen an. Klimabedingte Flucht und Migration ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Da mache ich mir in der Tat auch Sorgen. Das erwarte ich einfach, dass das noch stärker werden wird. Also klimawandelbedingte Veränderungen können zu Migration führen. Klar, Lebensraum wird zerstört, Unbewohnbarkeit von ganzen Regionen. Gerade so, wenn Nahrungsmittel knapp werden, Trinkwasser knapp wird, das ist natürlich ein ganz massiver Faktor, dort auch wegzugehen. Ökonomische Krisen, soziale Spannungen und Konflikte als Folge. Das wiederum sind Stressoren. Die Stressoren sind erhöht und das kennen wir dann natürlich gut, dass das auch zu erhöhten Risiko von psychischen Erkrankungen führt. Und auch da, darauf war ich eben bei Corona noch gar nicht drauf eingegangen, auf die Kinder und Jugendlichen neben den Alten, hier auch nochmal als besondere Risikogruppe besonders gefährdet in dem Bereich Flucht, Migration. Das wissen wir natürlich alles. Deswegen könnte ich auch sagen, eigentlich erzähle ich Ihnen hier heute fast nichts Neues. Wir wissen das alles und dennoch gehören wir zu denen, die ganz erheblich an dem Klimawandel und auch an den Folgen Verantwortung tragen. Fast alles, was ich Ihnen heute sage, wissen Sie wahrscheinlich schon. Ich belege das eigentlich nur noch mal mit Daten und wir können so ein bisschen drüber nachdenken, inwieweit da wir auch noch stärker in unsere Verantwortung gehen wollen als Hauptverursacher auch für diese Probleme. Gut, da komme ich zum nächsten Thema, was ich eben schon so andeutete, nämlich die Klimaungerechtigkeit, die wir ja diskutieren. Die psychischen Auswirkungen des Klimawandels sind ungleich verteilt. Wir haben eine intergenerationale Ungerechtigkeit, klar. Das frage ich mich auch häufig, was mute ich meinen Kindern da an Folgen? Zweitens, Einfluss von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren. Da schauen wir mal drauf. Länder haben unterschiedliche ökonomische Möglichkeiten, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Ja, und deswegen sind wir hier in einer, sowohl schon bei Corona als auch jetzt, in einer noch verhältnismäßig komfortablen Situation. Uns geht es noch verhältnismäßig oder ziemlich gut im internationalen Vergleich. Das ist das Erste. Und wir haben unglaubliche Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Und zweitens haben wir eine unglaublich hohe Lebenserwartung, auf die wir stolz sind und wo wir auch alles investieren, dass wir lange leben. Aber man muss auch dazu sagen, das hat auch seinen Preis. Das ist ein Blick, den hat man so gar nicht. Das Gesundheitswesen in Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweiz, auch ein paar andere Länder, haben auch eine unglaubliche Treibhausgasemission, weil wir eine Medizin auf einem verhältnismäßig hohen und einem verhältnismäßig aufwendigen Level machen. Und das, wenn man mal hier auf Intensivstation geht, was da möglich gemacht wird heutzutage, das ist unfassbar, über Wochen, über Monate wirklich Menschenleben zu retten. Und das hat natürlich auch einen Preis, dieser ganze Aufwand. Und das ist nicht nur Europreis, sondern das ist auch durchaus auf der Ebene der Treibhausgasemissionen zu sehen und eben auch im Vergleich stationär versus ambulante Behandlung, wo man sieht, die stationäre Behandlung hat eben unglaubliche CO2-Emissionen.
am Ende des Tages im Vergleich zu einer ambulanten Behandlung. Schauen wir mal ganz kurz auf diese Grafik wieder von diesem IPCC, Climate Change 2022, Vulnerabilitäten weltweit. Also man könnte sagen, ja, die Verletzbarkeit der unterschiedlichen Kontinente und Staaten bezüglich verschiedener Faktoren. Ich erkläre das mal kurz, dass wir das mal so ein klein wenig verstehen. Also Afrika ist genannt, Asien, Australasia, also Australien und die anliegenden Länder noch dazu, Zentral- und Südamerika, Europa, Nordamerika und kleinere Inseln. Und hier sehen Sie dann zum Beispiel ein Symbol für extreme Armut. Hier geht es darum, hat der jemand Zugriff zur Basic Infrastructure, also Wasser zum Beispiel, Sanitäranlagen. Hier geht es um Lesen und Schreiben, Zugang zum Gesundheitssystem, Geschlechtergerechtigkeit, wie sieht es mit der Regierung aus vor Ort? Dependency Ratio ist so etwas die Frage, wie viele Menschen der arbeitenden Bevölkerung müssen eigentlich wie viele Alte und Kinder versorgen? Also ist das in einem vernünftigen Verhältnis oder ist das asymmetrisch, sodass das irgendwann nicht mehr aufgeht? Zugang zu ausreichend Ernährung und Gesundheitsstatus. Ja, und Sie sehen es ja sofort, was los ist. Bei Afrika ist alles rot, bei Asien ist recht viel gelb, da gibt es auch viele problematische Landstriche, Zentral- und Südamerika eigentlich auch. Und dann gibt es Australien, dann gibt es Europa, dann gibt es Nordamerika und da geht es uns eben verhältnismäßig gut. Insofern ist hier so der weltweite und der globale Blick, glaube ich, ein ganz wichtiger. Und ich glaube, unser Entwicklungsministerium der Bundesregierung oder der Bundesrepublik Deutschland hat, wenn man so darauf guckt, glaube ich, mit eins der kleinsten Budgets im Vergleich zu allen anderen Ministerien, die wir da so haben. Also darüber können wir sicherlich diskutieren. Ja, was können wir tun? Kommen wir mal zum dritten Block und zu der Frage, wie sieht es denn so mit Empfehlungen jetzt eigentlich aus? Das vieles ist ja abstrakt und gar nicht so einfach, mal so anzugehen. Und ich fange mal ganz vorne an. Wir haben ja am Anfang schon über Resilienz gesprochen und das haben viele beforscht und beschrieben. Und Jack und Jean Block, die haben jetzt nichts mit dem Blockhaus zu tun. Das ist ein Hamburger, der das erfunden hat, sondern das sind Psychologen. Und das waren einige unter vielen, die sich mit dem Thema Resilienz auch beschäftigt haben. Und in der Medizin sagen wir typischerweise, also bezeichnet die Aufrechterhaltung bzw. rasche Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensumständen. So, das ist schon mal Resilienz. Davon wünschen wir uns natürlich alle ganz viel. Worüber wir aber auch ganz viel, viel mehr reden in der Medizin, ist Pathogenese. Wir wollen es immer verstehen, was ist denn da so der Krankheitsmechanismus? Ne? Wir sind Weltmeister in Pathogenese, in der Pathophysiologie, können das ganz toll beschreiben, ist ja auch wichtig, um einen Ansatzpunkt zu haben, aber vergessen so ein bisschen die Resilienz bzw. die Frage, was hält und macht uns gesund, die Salutogenese. Also es ist auch so ein bisschen so eine Frage der Blickrichtung. Und gerade in der Psychologie, Psychiatrie ist es natürlich wichtig oder auch in der Psychotherapie, nicht nur auf die Defizite zu gucken, was machst du alles schlecht, was funktioniert alles schlecht, sondern eben auch, was kannst du gut und wo hast du viel Widerstandskraft möglicherweise, um auf diesen Ressourcen eben auch aufzubauen. Also mit Resilienz verwandt sind Entstehung von Gesundheit, Salutogenese oder eben Krankheit, Pathogenese, das wissen wir schon lange, oder auch die Widerstandsfähigkeit, ja, das ist noch so ein neuer Begriff, Hardiness, Bewältigungsstrategien, Coping ganz wichtig, ne? Da wünschen wir uns natürlich auch ganz viel. Und in der Psychotherapie lernen das unsere Patienten natürlich. Auch Selbstwirksamkeit. Ich selbst kann was bewirken durch Veränderung meines Verhaltens. Ganz wichtig. Und als Antonym noch die Vulnerabilität, über die wir heute schon gesprochen haben. Ja, und als letztes, was sind Einflussfaktoren für personen- oder gruppenspezifische Resilienz? Armut haben wir erwähnt. Herkunft, Bildung, deswegen sitzen Sie hier, Sie wollen sich weiterbilden, Sie wollen ja nie aufhören, das ist schon mal total wichtig. Das ist ein Resilienzfaktor in der Tat. Migration, wiederum meist ein negativer und noch ein paar genetische Faktoren. Da geht es insbesondere so um Neurotransmitter im Gehirn und wie gut die funktionieren. Und der zweite, und ich habe es ja erwähnt, und wir forschen mit Messinstrumenten, die dieses Kohärenzgefühl eben auch erfassen können. So langsam wird meine Stimme etwas trocken, merke ich gerade. Ich kann mir schon mal nebenbei ein bisschen Wasser hier aufmachen. Das ist der Aaron Antonowski und der
hatte also in diesem Modell von Resilienz, Salutogenese und Pathogenese eben das Gefühl von Kohärenz bzw. der Stimmigkeit oder im Englischen Sense of Coherence, dass Menschen ihrem eigenen Leben gegenüber empfinden oder erzeugen können. Und das Erzeugen können, das ist hier das Positive. Weil das ist ja wiederum etwas, was wir noch verändern können. Das heißt, das ist uns nicht nur angeboren oder haben irgendwie so Glück oder Pech gehabt, in irgendwann in einer guten Familie groß geworden zu sein, sondern wir können es eigentlich ein Stück weit auch unser Leben lang noch erzeugen, wenngleich natürlich auch das, was wir in den ersten Jahren mitbekommen, ganz wichtig ist. Was unsere Eltern mitgegeben haben, was wir lernen am Modell, was wir so in den ersten Jahren oder auch Freundschaften, Schule etc. mitbekommen haben, natürlich ein wichtiger Faktor, aber es ist nie zu spät. Um eine Stimmigkeit des Lebens zu erfahren, werden drei Komponenten als bedeutsam erachtet. Auf Englisch Comprehensibility, Manageability, Meaningfulness. Was heißt das? Erstens, die Verstehbarkeit, die Vorhersehbarkeit, Durchschaubarkeit als eher kognitive Komponente. Vorhersehen kann ich ja nicht immer alles, aber ich kann es vielleicht ein bisschen verstehen. Ne? Selbst bei so einer Pandemie, bei so einem Klimawandel kann ich verstehen, was passiert hier eigentlich alles. Ne? Also wenn ich mich jetzt rein kognitiv, gedanklich damit nicht überfordert fühle, sondern sage, ich kann es verstehen. Es ist nicht schön, aber ich kann es verstehen, ist das gewissermaßen ein erster Schritt. Zweitens, ganz wichtig, die Handhabbarkeit. Das ist jetzt kognitiv-emotional, also gedanklich, ja, habe ich Werkzeuge, das zu schaffen, aber habe ich auch, bin ich auch gefühlsmäßig in der Lage, das zu bewältigen oder überfordert mich das, weil ich zu viel Trauer spüre oder zu viel Angst und ich die Angst gar nicht regulieren kann. Also das wäre Handhabbarkeit und drittens Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit als spirituelle vielleicht, emotionale Dimension und als grundlegendes Motivationselement der Auseinandersetzung mit Herausforderungen wird als lohnenswert erlebt. Ne? Also das kann ja bei jedem Menschen sehr unterschiedlich sein. Und ich muss sagen, in der Psychotherapie, Psychiatrie, beachten wir diesen Bereich ein bisschen zu wenig. Auch das mit der Spiritualität, mit dem Glauben, sofern es von Bedeutung ist, aber dieses Sinnhaftigkeit, das ist, glaube ich, nochmal so ein Aspekt, da könnten wir hier und da ein bisschen mehr drauf gucken. Ja. Und dieses Kohärenzgefühl, da wünsche ich natürlich, dass Sie sich damit so ein bisschen beschäftigen. Und was damit zu tun hat, aber auch ein Stück weit, ist die sogenannte Klima- und Gesundheitskompetenz. Das ist jetzt ja auch nicht so ganz schwer zu verstehen. Das ist jetzt ja so ein bisschen die kognitive Komponente. Auch bei der DGPPN im letzten Jahr gab es ein schönes Symposium zu diesem Thema, ne, zu dem Klimawandel und psychischer Gesundheit. Und aus Gesundheitskompetenz, deswegen gehen Sie an die Patientenuniversität, und der Klimakompetenz, deswegen beschäftigen wir uns ein Stück weit eben mit diesen Veränderungen, entsteht dann die Klima- und Gesundheitskompetenz. Und die hat uns ja heute auch schon gezeigt, das Erkennen von direkten und indirekten Verknüpfungen zwischen Klima und Gesundheit. Wir müssen über Risiken kommunizieren, deswegen sind da oben auch heute, glaube ich, zumindest ein oder zwei Stände. Das finde ich schon mal ganz toll, sonst vor Corona-Zeit waren es ja sogar mehr. Unsicherheit richtig beurteilen, Treffen von informierten und verantwortungsvollen Entscheidungen. Ja, Klima- und Gesundheitskompetenz, so ein bisschen will ich das noch mit Leben füllen, ohne dass ich da jetzt zu sehr aufs Detail eingehen möchte. Drei Bereiche, die Klima- und Gesundheitskompetenz hier eben auch nochmal beschreiben. Jetzt Aufgaben für das Gesundheitssystem, das wird uns auch die Sozialmediziner, aber auch alle anderen Disziplinen sehr beschäftigen. Klar, wir wollen guten Zugang haben zu psychiatrischen, aber auch somatischen Dienstleistungen. Wir wollen vielleicht ambulante Behandlungsgebote, Angebote verbessern. Wir wollen das sehr bedürfnisnah machen. Wir wollen Aufklärung, wir wollen Behandlungsangebote anpassen. Alles super, alles richtig. Aber das predigen wir eigentlich immer und das predigen auch alle Disziplinen. Egal, ob das die Kardiologen sind, die Onkologen, die Psychiater, alle sind immer die wichtigsten und alle wollen das. Und dann frage ich immer, stimmt ja auch. Aber erstens, wer soll das alles machen und wie viel sind wir bereit dafür zu zahlen? Das können Sie sich ja auch fragen. Sie zahlen ja GKV oder PKV-Beiträge und das sind nicht wenig. Und die reichen auch nicht. Und die Frage ist, wie viel können wir, wie viel wollen wir da noch immer noch draufsatteln eigentlich? Also insofern alles nachvollziehbare Punkte, aber auch die Frage, ja, wie effizient kriegen wir es eigentlich hin und wie aufwendig, wie teuer darf das eigentlich werden, wo wir hier in Deutschland schon auf dem Level sind, der weltweit gesehen echt top ist. Ja, was können Behandler, Behandlerinnen tun? Eigene Klima- und Gesundheitskompetenz stärken, ja.
machen wir jetzt ja alle gerade auch so ein Stück weit. Vulnerabilität der eigenen Patienten, Patientinnen einschätzen, Klimaresilienz stärken. Sehr schön oben am Stand, habe ich schon gesehen. Gerade, glaube ich, für den Bereich der Geriatrie, für die älteren Menschen mal exemplarisch gezeigt. Förderung sozialer Netzwerke, soziale Beziehungen, Austausch und so weiter. Ja, deswegen gibt es diese Veranstaltung. Das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch. Und das Letzte noch mal ganz wichtig, Implikationen für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Ja, eigene Risiken kennen. Klar, dass Hitze nicht regelmäßig trinken. Das klingt so banal, weil wir ja hier genug Wasser haben. Aber auch da habe ich viele Patienten, die so im Sinne der Selbstfürsorge ja Hilfe brauchen, weil sie gar nicht zum Beispiel genug trinken, essen, weil sie so unter Stress stehen, an ihrer PTBS oder Persönlichkeitsstörung leiden, dass ihnen selbst das nicht gelingt. Und dann wird natürlich vieles schlechter. Ja, wie sie sich schützen können, wie sich Informationen holen können und auch mit wem, auch nicht so ganz neue Sachen. Das sind so Sachen, die predigen wir ja sowieso schon immer und versuchen, unsere Angebote den Menschen möglichst nahe zu bringen. Also, das klang jetzt so ein bisschen theoretisch. Hier nochmal so ein ganz praktisches Bild, was ich ganz schön finde. Das können Sie vielleicht sonst auch im Nachhinein sich im Detail nochmal angucken. Aber so ein paar Beispiele gehe ich jetzt nämlich durch. Nämlich Klima- und Gesundheitskompetenz gewissermaßen gelebt. Und was heißt das am Ende? Dass Sie vielleicht Co-Benefits haben. Sprich, Sie haben vielleicht durch Verhaltensveränderung eine positive Veränderung bezüglich des Klimawandels. Mal so ein bisschen illustriert. Also, Verhaltensänderungen, die der Reduktion des Klimawandels dienen, können gleichzeitig körperliche und psychische Gesundheit positiv beeinflussen. Zum Beispiel, das kennen Sie alles, auch da erzähle ich Ihnen schon wieder nichts Neues. Less food from animal sources, also weniger rotes Fleisch, es wird also weniger Fleisch konsumiert. Da habe ich dann unmittelbar schon positive Effekte in Richtung Gewicht, in Richtung Onkologie, Krebs und in Richtung Herzgesundheit. Das ist schon mal das Erste, schon mal einigermaßen sensationell. Zweitens, reduced livestock production, es muss weniger Vieh produziert werden. Zweitens, in der Folge davon, es muss weniger Wald gerodet werden. Davon oder dann auch wieder eine Folge weniger Methanemissionen und das verbessert schon mal auch die CO2-Bilanz. Nur mal als Beispiel, was man sehen kann über eine Veränderung des Essverhaltens. So, zweites Beispiel, promote active transport. War ich heute ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich noch so ein bisschen erkältet bin, habe ich mich heute ins Auto gesetzt, einzige Katastrophe, sonst fahre ich zum Glück eigentlich immer mit dem Fahrrad zu Eilenriede. Hab das Glück, durchs Grüne zu fahren. So, was bewirkt das hier? Lower rates of obesity, also positiv fürs Gewicht, Herz-Kreislauf, Kardiovaskular und fürs Gehirn. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ne? Super Effekt und reduced heat in urban areas. Haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Urbanität, Hitze. Ne? Durch diese ganze Hitzeproduktion, CO2-Produktion habe ich damit weniger und verbrauche weniger fossile Brennstoffe. Also Sie sehen gewissermaßen Synergieeffekte durch zwei Beispiele und auf das Thema Urbanität gehe ich gleich auch nochmal ganz kurz darauf ein, weil uns das Psychiater auch sehr beschäftigt im Bereich psychischer Gesundheit. Da hier mal eine Studie, ich habe Ihnen ja zum Glück wenig Tabellen gezeigt, relativ neu von Lane et al. Und Sie sehen, das ist eine Meta-Analyse. So viele Studien gibt es noch gar nicht, aber ein paar aus den letzten zwei Jahren zur Frage, was machen eigentlich die hochverarbeiteten Lebensmittel mit uns? Ich habe ja eben nur über Fleisch gesprochen. Jetzt mal die Frage hochverarbeitet. Gehen Sie mal durch den Supermarkt und gucken wir mal, wie viele natürliche Lebensmittel da noch so in den Regalen sind. Relativ wenig, meistens am Anfang, dann ist schön grün und so weiter, dann ist man schnell durchs Obst- und Gemüseabteilung und dann kommt alles super verpackt und weiter prozessiert und hier noch schön knusprig und lecker und Salz und Zucker und alles Mögliche. Und das hat man hier mal so untersucht und hat das auf Sleep Disorders, sind die ersten beiden bei Jungen und Mädels, Depressionen. Das ist so eine gemischte Gruppe an psychischen Folgen und hier combined auch. Und da sieht man in der Tat, das ist so ein Increased Risk, ein Odds Ratio von 1,5 in etwa, also um den Faktor 1,5 ist das Risiko erhöht, wenn man regelmäßig eben hochverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, auch psychische Folgen davon zu erleiden. Das ist jetzt nicht gleich, dass das die ganze Welt verändert, aber oder die persönliche Welt, die persönliche Gesundheit, es ist ein Faktor. Ja, das ist wichtig und er ist messbar. Beispiel Nummer eins, und was können wir dagegen tun, ist alles nicht so schwer. Je weniger es prozessiert ist, je weniger die Industrie vorher diese Lebensmittel in den Händen hatte, damit irgendwas gemacht hat,
desto gesünder ist es. Und da muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen kritisch, was hier bei uns in der Mensa manchmal so rumliegt. Da gibt es nämlich immer so eine Pommes- und Currywurstleiste. Und da muss ich sagen, darf man ja vielleicht hier mal so selbstkritisch sagen, da sind wir noch ausbaufähig, aber es gibt auch immer zwei ganz große Salatbuffets, vielleicht als Ausgleich sozusagen das Gegengift. Kann man sich dann auch gleich dazu holen. Aber ich halte das für ganz wichtig. Und auch gerade hier bei uns im Krankenhausbereich könnten wir Patienten ja auch noch mehr zeigen, was es heißt, sich gesund zu ernähren. Zum Teil haben wir das auch mal in der Psychiatrie, wenn die Patienten selber einkaufen gehen und selber kochen, dann auch. Also, auch nichts Neues für Sie. Und dennoch müssen wir uns fragen, wie weit, wie gut schaffe ich das eigentlich? Zweites Beispiel, Bewegung. Das sind ja hier auch ganz häufig Vorträge, auch so Sportmedizin. Bewegungsmangel verursacht körperliche und psychische Erkrankungen sowie hohe Kosten. Das ist jetzt mal eine Prognose für diese aktuelle Dekade 2020 bis 2030. Was wäre theoretisch durch mehr Bewegung vermeidbar? Beziehungsweise was haben wir wahrscheinlich für einen Schaden oder Körper- oder somatische oder psychische Erkrankungen aufgrund des Bewegungsmangels? Ja? Und da sehen Sie hier unten eigentlich das im Kleinen, was wir erwarten würden. Ja, der Typ-2-Diabetes wird häufiger, die koronare Herzerkrankung wird häufiger. Ja, stimmt alles. Schlaganfall, Krebs und Demenz, stimmt alles. Aber die echten Blockbuster sind zwei. Erstens Bluthochdruck, wirklich eine Volkskrankheit. Und zweitens Depression und Angst, auch eine Volkskrankheit. Und da hat man mal hochgerechnet, was das weltweit kostet. Das sind die sogenannten International Dollars. Das ist aber fast das gleiche wie die US-Dollars. 500 Milliarden US-Dollars. Also unglaubliche Kosten. Und was können wir tun? Hier ein schönes Bild aus der Einriede, da jogge ich manchmal auch lang. Haben sie eine ganz neu gemacht. Die Brücke, fragt man sich, warum eigentlich? Weil das Wasser, das fließt da drunter schon lange nicht mehr lang, traurigerweise. Und die Enten haben da irgendwie nur noch so eine Pfütze. Aber jedenfalls ist sie nochmal neu gemacht worden. Also Lösung, regelmäßige Bewegung verbessert körperliche und psychische Gesundheit und kann das Klima schonen, weil sie weniger auf Verkehrsmittel, und das überspringe ich mal so ein bisschen, weil sie weniger auf Verkehrsmittel zurückgreifen, die eine starke CO2-Emission haben. Und es nützt ihnen in vielerlei Hinsicht Bewegung, das wissen wir schon, dass es Depressionen seltener macht, dass wir zufriedener sind, dass Wohlbefinden besser wird. Wir haben da, oder ich habe das Glück, hier relativ kurz zu MH zu haben, das genieße ich schon seit Jahren, dass ich nur 20 Minuten mit dem Fahrrad hierher brauche, das ist einigermaßen sensationell und dann auch noch durch die MH fahren darf, also das ist morgens und abends dann immer schon der grüne, Inspiration gewissermaßen und Regeneration. Ganz kurz Beispiel 3, wir auch langsam zum Ende kommen. Urbanität, Klimawandel und psychische Gesundheit. Ohne dass ich im Detail darauf eingehe, das beschäftigt uns auch. Warum? Weil man sieht, dass immer mehr Menschen in der Urbanität leben. Wir leben immer mehr in großen Städten, immer weniger ländlich. Erstens, gut, da könnte man sagen, ist doch nicht schlimm, besseres Angebot in der Stadt. Aber zweitens, es tut uns nicht sonderlich gut. Die Befunde werden immer klarer, Schizophrenie, Demenz, Depressionen, Angsterkrankungen sind häufiger, gerade in der Urbanität zu finden. Es gibt viele Gründe dafür, die Noxen, der Stress, der Lärm, Anonymität, das ist alles hier so ein bisschen in den Bildern gezeigt und auch Herr Meyer-Lindenberg aus Mannheim beschäftigt sich intensiv damit, so ein klein wenig als Inspiration für Sie und auch als Inspiration für Sie, die sogenannten Nature Prescriptions, wie sie heißen, Natur auf Rezept. Ja, das versuchen wir auch in der Psychiatrie zum Teil, aber ich glaube, das kann man noch systematischer ausbauen. Das weiß auch jeder, dass die Natur uns gut tut. Aber wir machen es nicht systematisch und hier ist das erste oder eins der ersten Reviews, die das mal zusammengetragen haben, was das heißt, eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Natur zu sein, Waldbaden heißt es dann so schön, auf kardiometabolische, psychische und physische Komponenten, also Natur auf Rezept, das wird zum Teil in der Tat auch schon gewissermaßen in manchen Ländern verschrieben, zum Teil auch unter Hilfe, mehr wieder in die Natur zu gehen. Ja, Grünflächen und Gesundheit tut uns nämlich gut, das wäre jetzt auch nochmal eine wichtige Botschaft, falls Architekten unter Ihnen sitzen sollten, aber eigentlich wissen die das. Aber wenn man sich den Städtebau anguckt, hat man nicht immer den Eindruck, dass das alle wissen. Und es gibt selbst solche Sachen, weniger Psychopharmaka-Verordnung mit steigendem Grünflächenanteil, niedrige Suizidversuche mit steigender Baumkronendichte. Also Sie sehen, was für verrückte Dinge da zum Teil untersucht wurden, die aber doch auch für uns wichtig sind. Ja, Grünfläche und Gesundheit. Und damit komme ich auch so ein bisschen zum Fazit. Also Krisen
sei es jetzt Corona, sei es der Krieg, sei es das Klima, haben wir so Art von Krisen, haben wir natürlich immer gehabt. Und es sind immer wieder die gleichen Herausforderungen und es sind immer wieder die vulnerablen Gruppen, die am meisten darunter leiden. Und da müssen wir uns hier als recht wohlhabende Gesellschaft wirklich fragen, was ist unser Anteil da eigentlich auch global gesehen? Ja, die Klimakrise ist im Gesundheitssystem meiner Meinung nach noch nicht so richtig angekommen. Insofern toll, dass das hier auch wirklich in der Patientenuniversität mal so aufgenommen wurde. Wir haben über Resilienz gesprochen, die ganz wichtig ist, die man hat, die man erwerben kann, die aber auch ein Stück weit verschrieben werden kann. Das versuchen wir natürlich. Und hier auch nochmal so ein paar konkrete Punkte. Fokus auf Gesundheitsförderung habe ich, glaube ich, gezeigt. Ambulant vor stationärer Behandlung, also auch nochmal speziell auch an unsere Profession gerichtet. Optimierung der Medikation, warum? Weil die Polypharmazie auch mit einer CO2-Emission verbunden ist. Ne? Und wir haben häufig viel Polypharmazie, wo man wirklich fragen muss, braucht der Patient, die Patientin so viel? Klimasprechstunden, klar. Wir haben auch Covid-Sprechstunden. Ernährung haben wir besprochen, aktive Mobilität und die Gestaltung von Lebensräumen. Also, ich hoffe, ich habe Sie so ein Stück weit inspirieren können. Und hier noch die letzte Botschaft in diesem Comic von McKay. Be sure to wash your hands and all will be well. Ja, das haben wir auch geglaubt bei Corona, bei Covid-19. Aber dann kam es doch noch anders. Irgendwas ist immer. Also insofern bin ich offen auch für eine Diskussion. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.